Die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs ist insofern mit Angst oder mit sehr viel Angst verbunden, weil es einfach in vielen Fällen bzw. in Zahlen ausgedrückt zu 96% circa nicht gut ausgeht. Ich bin 1998 an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Daraufhin wurde bei mir entfernt die Bauchspeicheldrüse, der Magen, die Milz, die Galle und der Zwölffingerdarm. Sind natürlich Einbußen da, es kommt eine Diabetes dazu. Die Verdauungsenzyme müssen dann substituiert werden, also zusätzlich zum Essen eingenommen werden. Und dadurch entstand ein komplett neues Leben, ein komplett anderes Leben, aber ein lebenswertes Leben. Es ist nach wie vor lebenswert. Ich gehe beruflich nicht mehr den Weg, den ich früher gegangen bin. Ich bin von Natur aus bin ich Küchenmeister, Koch, Patissier und bin dann komplett umgeschult, weil einfach durch die eingeschränkte Leistungsfähigkeit konnte ich dieser Arbeit nicht mehr nachgehen. Kochen war mein Leben, Kochen war mein Ein und Alles. Und das jetzt nicht mehr tun zu dürfen, fällt mir sehr schwer. Früher war selbstständig, den Betrieb gehabt, dann sind die Leute zu mir gekommen. Und jetzt sitze ich hier in meinen vier Wänden. Von außen kommt gar nichts mehr. Es kommt keine Bestätigung mehr, weil jeder Berufstätige hat diese Bestätigung. Ich habe sie nicht mehr. Ich muss jetzt, wenn ich irgendwas sehen will, hören will, mitkriegen will, rausgehen. Das war für mich eine riesengroße Umstellung. Und es wird auch ja, immer eine Umstellung bleiben. Also seitdem ich die Krankheit habe oder seitdem mich die Krankheit ereilt hat, koche ich leider nur noch für meine Frau, für meine Familie oder für Freunde. Und für sonstige Beschäftigung habe ich mir so ein neues Hobby am Computer gesucht. Bildbearbeitung, Webseitengestaltung. Die Bücher, die da stehen, die habe ich durchgekämmt. Alle. Seite für Seite. Und das ist für mich Luxus. Das ist Luxus pur. Für mich selbst zu lernen. Einfach damit das Hirn weiterhin auch noch gefordert bleibt. Ja, ich bin circa seit 2000 im ADP e.V. Das ist der Arbeitskreis der Pankreatektomierten oder leichter ausgedrückt der Bauchspeicheldrüsenerkrankten. Ich leite so eine Selbsthilfegruppe für die Region Heidelberg-Mannheim oder Nordbaden-Württemberg und organisiere solche Treffen, bin für Patienten telefonischer Ansprechpartner, zur Not auch im Krankenhaus oder sowas Ansprechpartner. Darf ich Sie ganz herzlich begrüßen hier wieder in Heidelberg zu unserem Regionalbüro? Anderen Patienten würde ich gerne mit auf den Weg geben, dass sie sich selbst um ihre Krankheit kümmern müssen und sich nicht auf die Ärzte verlassen können, nur, sondern einfach auch selbst tätig werden und dann den Ärzten, den behandelnden Ärzten, die richtigen Fragen zu stellen. Und in dem Moment, wo der Hausarzt das ankreuzt? Ich würde mir von den Ärzten wünschen, dass sie einfach ehrlich mit dem Patienten umgehen und gewissenhaft mit dem Patienten sich unterhalten und dem Patienten auch sagen, was durch so eine OP eintreten kann, beziehungsweise welche Folgeerkrankungen dann, das heißt Diabetes, das heißt der Enzymmangel, dass sie das ansprechen, dass sie da den Patienten darauf vorbereiten und den Patienten diesbezüglich nicht im Regen stehen lassen und sagen, ja, wir führen die OP durch. Und das war es dann im Endeffekt. Ich wünsche Ihnen was. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Also mir bedeutet die Arbeit bei der Selbsthilfegruppe, dadurch, dass ich auch aufgrund dieser Erkrankung berendet bin, ganz viel Arbeit einerseits, aber andererseits auch wieder ganz viel Bestätigung, die zurückkommt von betroffenen Patienten, denen ich vielleicht irgendwie weiterhelfen konnte. Auf diesem Wege kann ich einfach ein bisschen was zurückgeben, was ich damals erfahren habe. Und ich glaube, dass ich durch meine Anwesenheit nach so langer Erkrankung des Bauchspeicheldrüsenkrebses und dadurch, dass ich das überlebt habe, ganz vielen Patienten Mut machen kann.